Die Schlagzeile lautet: Wohnraum soll für viel mehr Menschen bezahlbar werden. Der Bundesregierung ist ein entscheidender Schlag gegen die Altersarmut geglückt. Die Bausparkassen jubeln, mit der Reform des Wohnungsbauprämiengesetzes wird alles rosarot. So liest es sich, wenn man sich die Informationen zum 2021 in Kraft tretenden Wohnungsbauprämienreformgesetz ansieht. Heißt das jetzt, Bausparen ist wieder lohnenswert, ist die eierlegende Wollmilchsau? Viel mehr Menschen können sich dieses Gesetz ihre eigene Immobilie finanzieren? Ich bin der Thomas von der Lange Lohnsamer Vermögensberatung. Schauen wir uns jetzt an. Bevor wir anfangen, wenn du das erste Mal auf diesem Kanal bist oder meinen Kanal noch nicht abonniert hast, da unten kannst du den Abonnieren auf die Glocke klicken. Jeden Montag kommt ein neues Video, dann kriegst du aktuelle Informationen, Finanz- und Versicherungswesen hautnah, leicht verständliche Form rübergebracht und bist immer auf dem aktuellen Stand. Was ist jetzt genau passiert? Was hat die Bundesregierung am 29. November verabschiedet? Ihr könnt eine staatliche Förderung in Form einer Wohnungsbauprämie erhalten, wenn ihr in einen Bausparvertrag einzahlt. Dabei ist es aber egal, ob ihr das jetzt über die vermögenswirksame Leistung über einen Arbeitgeber laufen lasst oder ob ihr das von eurem eigenen Einkommen bezahlt, also von eurem Nettoeinkommen, von eurem eigenen Girokonto abbuchen lasst. Ihr musstet bisher ein zu versteuerndes Einkommen als Einkommensgrenze einhalten von 25.600 für Singles und verheiratetes Doppelte. Ab 2021 steigt die Grenze auf 35.000 Euro für Singles und auf 70.000 Euro für Verheiratete. Dadurch kommen rund die Hälfte aller deutschen Arbeitnehmer in den Genuss der Bonusprämie. Vorher waren es eher nur Geringverdiener, also das ist schon mal gigantisch, super. Ja, ich finde es klasse. So, jetzt haben wir die Einkommensgrenze geklärt, jetzt müssen wir noch klären, wie hoch die Förderung der Wohnungsbauprämie ist. Aktuell 45,06 Euro bekommt ein Single als Wohnungsbauprämie, Verheiratete dementsprechend das Doppelte. Ab 2021 steigt die Förderung auf 10% von maximal 700 Euro im Jahr. Das bedeutet, ihr bekommt 70 Euro Wohnungsbauprämie. Verheiratete bekommen dementsprechend 140 Euro Bonusbauprämie, müssen aber anstatt 700 Euro 1.400 Euro an Beiträgen in den Bausparvertrag einzahlen. Das bedeutet, unser Single bekommt 25 Euro mehr an Bonusbauprämie und Verheiratete bekommen 50 Euro mehr. Atemberaubende 25 Euro mehr. Das sind 2,08 Euro im Monat. Man muss echt mit dem Klammersack gepudert sein, wenn man annimmt, dass man mit 2,08 Euro weniger sich keine Immobilie finanzieren kann. Und wenn ich jetzt 2,08 Euro mehr bekomme, dann funktioniert das auf einmal. Das ist Nonsens. Damit aber noch nicht genug. Der aktuelle Zins, der Guthabenzins auf einem Bausparvertrag liegt bei rund 0,1%. Und ihr habt noch eine Abschlussgebühr auf dem Bausparvertrag zu zahlen, die abhängig ist, wie hoch eure Bausparsumme ist. Mindestens 1% der Bausparsumme ist Abschlussgebühr. Und wenn ich einen Bausparvertrag mache für Wohneigentumfinanzierung, dann mache ich in der Regel keinen kleinen, sondern einen größeren. Und wenn ich dann einen Bausparvertrag abschließe mit 100.000 Euro Bausparsumme, dann sind da mal sofort 1.000 Euro Abschlussgebühr am Anfang sofort weg. Das heißt, ihr fangt mit minus 1.000 Euro an zu sparen. Man muss also kein Quantenphysikstudium abgeschlossen haben, um zu erkennen, dass ich selbst mit einem Sparbuch im Vergleich zum Bausparvertrag, wenn ich jetzt nur die Bonusprämie zugrunde lege, besser fahre, weil ich beim Sparbuch zwar auch einen marginalen Zins bekomme, sagen wir auch mal 0,1% oder vielleicht noch ein bisschen weniger, aber ich habe keine 1.000 Euro Abschlussgebühr zu entrichten. Deshalb mein Aufruf, bitte mach keinen Bausparvertrag, nur um 25 Euro mehr an Wohnungsbauprämie zu bekommen. Mach das nicht. Und bevor mich jetzt hier alle Bausparbefürworter an den Pranger stellen, ich bin kein Gegner von Bausparverträgen, ganz im Gegenteil. Viele meiner Kunden haben Bausparverträge, ich habe selber einen Bausparvertrag. Ich sage nur, einen Bausparvertrag neu zu machen, um 25 Euro mehr an Förderung zu bekommen, weil ich der Meinung bin, dann und nur dann kann ich mein Wohneigentum finanzieren. Das halte ich für absoluten Unsinn und das wird nicht funktionieren. Wenn du jetzt für dich das Risiko des Zinsanstiegs eher als gering betrachtest und danach sieht es auch momentan aus, dass die Zinsen in nächster Zeit nicht steigen werden, wenn du keine Vermögenswirksame Leistung vom Arbeitgeber erhältst, wenn du unter Umständen aufgrund der Einkommensgrenzen sogar keine staatliche Förderung in Form von Arbeitnehmersparzulage oder auch dieser besagten Bonusprämie erhältst und du vielleicht auch selber gar nicht weißt, ob du irgendwann Wohneigentum haben möchtest, dann musst du dir die Frage stellen, ob es nicht vielleicht andere Alternativen gibt im Vergleich zum Bausparvertrag. Also, fassen wir es nochmal zusammen. Es gibt ab 2021 über das Wohnungsbauprämienreformgesetz 25 Euro mehr Förderung für den Single,
50 Euro mehr Förderung für die Verheirateten, 700 Euro Einzahlungssumme für den Single, 1400 Euro Einzahlungssumme für den Verheirateten. Macht runtergebrochen 2,08 Euro im Monat mehr Förderung für den Single, 4,16 Euro mehr Förderung für die Verheirateten. Ich persönlich halte nichts davon, einen Bausparvertrag neu abzuschließen, nur um 25-50 Euro mehr Förderung zu bekommen, weil wenn du dir mit 2,08 Euro im Monat weniger keine Finanzierung leisten kannst, kannst du es auch nicht mit 2,08 Euro mehr im Monat. Ein kleiner Bausparvertrag, kann man drüber reden, ist in Umständen sinnvoll, für unvorhergesehene finanzielle Engpässe, für Renovierungen, wenn die Heizung kaputt geht, kann man drüber reden, ist mit Sicherheit sinnvoll, aber macht keinen neu, nur wegen diesem Gesetz. Das war's zum Thema Wohnungslotteriereformgesetz. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Wenn du Fragen hast, schreib es unten in die Kommentare, schick mir eine Nachricht, ruf mich an, ich werde es auf jeden Fall beantworten, das alles ist möglich. Folge mir gerne Instagram, Facebook, da findest du mich auch. Jeden Tag gibt es da leicht verständliches Versicherungs- und Finanzwissen und dann bist du immer auf dem aktuellen Stand, was solche News angeht. Ich wünsche dir alles Gute, lass es gut gehen, freue mich schon aufs nächste Video, bis dann, ciao.